Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Harvest Moon Airs, wo ich hier stehe, weil die Aufnahme eben einen Fehler enthalten hat. Und zwar habe ich aus Versehen den einen Screen weggemacht. Das ist natürlich nicht so von Vorteil, wenn man irgendwie ein Zwei-Bildschirm-Spiel aufnehmen will, wenn man nur den einen Screen sieht. Deswegen habe ich das schlicht und ergreifend mal eben wieder umgeändert. Ich trinke mal eben ein bisschen was, um meine Müdigkeit und so zu senken. Ich nehme den Hammer in die richtige Hand. So, einmal den Hammer bitte. Und dann noch einmal das Schwert bitte. Eine Herbstsonne haben wir ja noch. Gut, die Eier können jetzt einfach mal in Slot 2. Was ich machen wollte, ist mir eine zweite Sonne für den dritten, also eigentlich eine dritte Sonne für den dritten Keller zu holen. Weil das fand ich nämlich doch ganz gut, weil wir dann noch mehr Geld verdienen können. Und ihr wisst, Geld, Geld, Geld und Geld ist toll, deswegen ja, wollte ich das einfach mal machen, damit wir... Wir müssen ohnehin schon nicht lange warten, wenn wir uns irgendwann mal was Neues kaufen möchten, bis wir das Geld zusammen haben, aber dann haben wir das Geld einfach noch schneller zusammen. Und das fände ich dann ganz gut. So, erstmal die Kleinviecher hier wegmachen, die Dämonen, wie ich sie ja immer nenne. Ich weiß nicht mal, eigentlich sind das ja so Käfer... Ja, das sieht aus zum Beispiel wie ein Nashornkäfer, das andere war ein, weiß ich nicht, eine Motte. Für mich sind das dennoch Dämonen. Es sind Dämonen. Sie sind in einer längst verschollenen Mine, also sind es Dämonen, außerdem leben sie hier ohne Fressen. Es sind Dämonen, ganz klar, das kann man gar nicht anders sagen. Ich hoffe, ich finde bald mal hier ein Loch, weil sonst wäre ich äußerst traurig. So, jetzt komm schon. Also manchmal habe ich dann wirklich Lust, direkt wieder rauszugehen, wenn ich schon in der ersten Ebene kein Loch finde. Aber das ist, glaube ich, irgendwie das Nervigste, in der ersten Ebene voranzukommen, weil ja auch so viele, extrem viele Steine sind. Es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass mit Ebenenzahlen mehr Steine hinzukommen. Das wäre es ja noch, dann würde ich mich ja tot freuen. Ein Adamantit. Haben wir mehr, als wir eigentlich brauchen, weil wir haben schon alle Maschinen... die wir haben können, also in petto natürlich. Wir haben ja noch zwei Adamantiten in petto. Das heißt, wir brauchen auch keine weiteren Adamantit. Ich muss mal schnell Müdigkeit, ich muss mal schnell einen hiervon trinken und dann hier weiter abbauen und ich hoffe, ich finde gleich mal ein Loch. Das wäre äußerst schön, weil wenn nicht, dann bin ich leicht frustriert. Dann hätte ich nämlich zwei Buddhijaiser umsonst ausgegeben, aber das Geld haben wir ja. Also das ist jetzt nicht das Problem. So. Und dann hier, komm schon. Ja, natürlich unter den letzten Stein, den wir weghauen, ist das Loch. Das ist typisch. Silber. Aber Silber ist nicht das, was wir suchen. Aber dass man für die Erze auch so extrem wenig bekommt, wundert mich wirklich. Level 72 Müdigkeit haben wir. 6. Nicht verzagen, mein Freund, es ist gleich soweit. Denn jetzt ist es soweit. Na, 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 na. Nein, nicht wieder nach oben. Eigentlich sollte ich für Hühner mal mein Schwert benutzen. Warte, ich rüste mal eben mein Schwert aus. Aber das zieht zu viel Ausdauer, ne? Ja, 5 Ausdauer zieht das Alter Fininski. Dafür hat es eine hohe Reichweite. Alter. Und man muss nur einmal hitten, dann ist das Ding weg. Also es ist schon recht von Vorteil, das Schwert. Ein sehr scharfes Schwert steht da ja, glaube ich. Und ich sollte vielleicht was trinken. Ich sollte mich, so gut es geht, immer oben halten. Weil, wenn man mal runterfällt, das haben wir ja beim letzten Mal gesehen, als wir in der Mine waren, wenn man runterfällt und dann hat man das Problem, dass man keine Leben mehr hat. Also keine... Okay, das Thema hat sich erledigt. Ich liebe es in letzter Zeit, wie gut es klappt einfach. Ich meine, wir haben jetzt wieder eine Sommersonne. Die Sommersonne, Fundort Minen im Keller für die Sommerfrüchte benutzen. Herrje, ist das schön. Und Adamantit. Davon haben wir jetzt 3, wenn man dann wenigstens für Adamantit zu einem extrem hohen Verkaufspreis bekommen würde. Das fände ich dann noch ganz nett, aber das, was man dafür bekommt, ist eigentlich auch ein Witz.
Also an sich, das, was man für die aus der Mine bekommt, ist ziemlich lächerlich. Ich frage mich echt, warum man das so eingeführt hat. Und man kann ja nichts anderes damit machen. Man kann ja nicht irgendwie Verbesserungen für seine Werkzeuge daraus machen, sondern man kann die nur verkaufen. Und für den Preis, den man verkaufen kann und für die nervenaufreibende Arbeit, die man in den Minen verbringt, ich finde, das wiegt sich nicht ganz auf. Deswegen muss ich mal schauen. Das Einzige, was ich noch holen könnte, wären natürlich die verzauberten Werkzeuge. Aber ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Sage ich jetzt einfach mal in Voraussicht. Ich würde jetzt mal Pi mal Daumen sagen, das Let's Play geht eventuell noch 50 Folgen oder so. Mal schauen. Weil nach einer Zeit weiß ich einfach nicht mehr, was man da noch groß zeigen kann. Das ist ja, ja, was soll man nach einer Zeit einfach noch zeigen? Irgendwann ist, und das muss man ja gestehen, also auch wenn es einige schockieren wird, irgendwann ist aus jedem Spiel ein bisschen die Luft raus und wenn man bei Harvest Moon alles gezeigt hat, dann kann man nicht mehr viel machen. Ich habe aber schon einen Nachfolger, denke ich, im Petto. So viel ist auf jeden Fall sicher. Ich hoffe, der gefällt euch auch. Und ja, ich denke, also mir persönlich gefällt das Nachfolgespiel sehr gut. Es ist ebenfalls ein Nintendo-Spiel und ich persönlich habe damit sehr schöne Kindheitserinnerungen verbunden. Was jetzt aber, und ich hoffe, wie gesagt, es schockt euch nicht so sehr, dass Harvest Moon halt irgendwann enden wird, weil es passieren noch ein, zwei wichtige Events hier. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, die möchte ich ganz gerne zeigen, weil das sind mir echt wichtige Events. Aber beispielsweise um das Gesamte, um alles noch zu zeigen, müssten in-game, wie viele Jahre, warte mal, wie viele Jahre sind das? 9 Jahre vergehen, wir sind jetzt bei Folge 185. Und im 4. Jahr. 9 Jahre, das heißt, es müssten ungefähr 300 bis 400 Folgen noch vergehen, ehe ich alles gezeigt habe. Und das finde ich, das könnte ich nicht so recht verantworten, dass das noch so lange geht. Und ich habe nicht immer Themen zum Quatschen, deswegen könnte ich das nicht wirklich verantworten, denke ich. Das andere Spiel mag ich, wie gesagt, sehr gerne. Und ich hoffe, ihr werdet dann auch Gefallen dran finden. Und ich hoffe, das kann ich jetzt hier einfach so sagen, ohne dass ihr groß jetzt Unbehagen meine ich. Es ist halt einfach so. Ich hoffe, da stimmt ihr mir zu und ich hoffe jetzt nicht, dass deswegen ein paar Zuschauer gleich abspringen werden. Weil ich finde das immer schade, wenn man zum Beispiel einen Let's Player mitunter nur wegen eines Spiels guckt. Das finde ich immer halt ein wenig schade, aber kann man nichts dran ändern. Und ich möchte natürlich nicht, und das muss ich ganz ehrlich zugeben, also es ist ja so, ich bekomme bei Harvest Moon die meisten Klicks. So ist es ja nicht, also es ist wirklich so. Ich bekomme auch von Harvest Moon Video manchmal innerhalb von ein paar Tagen 100 Klicks. Aber das Let's Play deswegen dann irgendwie 200 Folgen zu strecken, also wirklich 200 Folgen oder 400 Folgen zu strecken, das finde ich, das wäre dann einfach, nee, da würde ich meiner Intention oder meiner Absicht als Let's Player einfach nicht nachkommen. Und ja, deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht so machen. Falls ihr irgendwie ganz großes Entsetzen habt oder noch Fragen habt, schreibt das einfach in die Kommentare, falls ich irgendwas nicht geklärt habe. Dafür sind die Kommentare ja da, einfach zum Nachfragen. Wir werden dann sehen, was ich, ob ihr was falsch verstanden habt, ob ich was falsch erklärt habe oder ähnliches. Und dann werden wir halt sehen. Und mein Mund ist schon wieder ganz fusselig, dabei nehme ich jetzt die erste Folge auf. Aber ich habe vorher noch was anderes aufgenommen, was ich irgendwie dreimal neu machen musste. Beziehungsweise dreimal neu machen wollte, weil ich unzufrieden damit war. Deswegen habe ich immer wieder neu angefangen. Naja, was heißt immer wieder? Es waren halt dreimal oder viermal. Das vierte Mal war dann, oder das dritte Mal, ich weiß es nicht genau, war dann halt das Tutto Finito komplette Klappo. Und ja, so war das dann. Eine lange Geschichte ist das. Eine lange, lange Geschichte. Guten Morgen, Celia. Ich find diesen Sprite total süß, wenn sie das macht. Das finde ich echt süß.
Es regnet draußen, das heißt, unsere Tiere werden eventuell schlechte Laune haben. Das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Und es regnet ja sehr sanft eigentlich nur. Das heißt, sie bekommen vielleicht mal hier und da ein Tropfchen ab. Das tut ja nicht weh. Das bekommen die schließlich, wenn wir sie waschen, auch fast ständig. Und ich habe immer das Gefühl, die Eier hier oben sehen größer aus als die Eier, die unten liegen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas ist da in meiner Optik falsch. Habe ich wohl einen Knick in der Optik, wie man im allgemeinen Volksmund sagt. Und ich spreche jetzt sehr herabgehoben im allgemeinen Volksmund. Ja, also sollte nicht so rüberkommen, als wäre ich jetzt irgendwie der abgehobene Schnösel, sondern ich wollte irgendeine Formulierung finden und habe dann die Formulierung verwendet. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich bestimmte Dinge meine, weil einige von euch kennen mich jetzt, denke ich, oder kennen meine Art, denke ich, jetzt schon halbwegs gut und wissen dann, wie ich zu Sachen stehe oder wie ich Sachen meine. Dann holen wir mal den Strubbelhandschuh raus und die Bürste, die Strubbelbürste und waschen erstmal schön. So, und bekommen hier irgendwie keine einen ab. Ach da. So, 80-50 ist eine annehmbare Zahl. Und ich habe mir seit jeher nicht abgewöhnt, die ganze Zeit die Zahlen vorzulesen, die ich erreiche. Seit jeher. Ich glaube, das mache ich schon fast seit Anfang. Auch wenn ich früher, glaube ich, besser war. Da habe ich häufiger mal schon 13.000 Punkte hingekriegt. 95, 80. Sieht doch auch ganz nett aus. Ist doch nicht schlecht. Bei dem Schaf finde ich das nur wirklich komisch. Das sieht echt komisch aus, dass der Kopf so geschoren ist und der Rest nicht. Na komm schon. Na komm schon. 64, 30. Und ich bin jetzt der Oberprofi, deswegen lese ich die Zahlen in Zweierstellen vor und nicht irgendwie in der Tausenderstelle. Das macht man neuerdings so, das ist professional neuerdings. Was ich ja mal erwähnen kann im Rande, einfach nur, weil ich gerade Zeit habe zu erzählen. Ich habe euch ja schon 10.000 Mal erzählt, das mit dem Mikro, ne? Also, dass ich unzufrieden mit der Audioqualität bin und dann ist es doch jetzt so, dass ich probiere ja immer am Equalizer rum, wie es klingt. Und dann habe ich jetzt für den Computer, also an meinem Festrechner, wo ich eine bessere Soundkarte drin habe als in meinem Laptop und auch wesentlich bessere Boxen, habe ich jetzt eine Einstellung gefunden, die nicht ganz so zischend ist und dennoch definiert. Also nicht irgendwie, aber auch nicht. Versteht ihr? So ein Mittelding, was man eigentlich, wo das Ohr nicht gleich rausfliegt, wenn man dazu hört. Und ich hoffe, euer Ohr flog jetzt nicht gerade raus, als ihr mir zugehört habt. Das Problem ist, auf meinem Laptop ist das dann wesentlich zu dumpf. Das ist schade. Auf meinem Computer klingt das ganz okay. Wenn ich was auf meinem Laptop eigentlich fast schon zu dumpf klingt, klingt hier auf meinem Computer wesentlich zu scharf. Und ich weiß nicht, wodurch das zustande kommt. Irgendwas wird da in der Umsetzung der Frequenzengänge läuft da schief. Und ich weiß nicht natürlich, wie das bei euch ist. Also zum Beispiel, wenn ich auf dem iPad, ich habe jetzt meinen Computer als hörbares Mittel, mein Laptop als hörbares Mittel, mein Handy mit Kopfhörern und mein Tablet. Das heißt, so ungefähr 4, man könnte es eigentlich auch auf 5 hochrechnen, wenn man das eine als 2 betrachtet. Beziehungsweise mein Computer könnte man ja auch noch zweimal mit betrachten und mein Laptop auch, mit oder ohne Kopfhörer. Das heißt, wir wären bei 7. Ja, das Problem ist, auf einigen klingt es ganz annehmbar. Also von, dass man nicht, ich will nicht sagen, dass es annehmbar klingt, weil ich unzufrieden damit bin, aber ich meine einfach nur, dass es Dingens, dass es nicht so klingt, dass man direkt, wenn man Kopfhörer auf hat oder so, dass man dann inzwischen so im Ohr hat, dass man gleich die Kopfhörer wieder absetzt oder von sich wegwirft und irgendwie weiche, böses Weiche sage und seine Gebetskette rausholt. Aber auch nicht, dass es einfach nur so. Das will ich auch nicht. Und das ist das Problem. Ich krieg das nicht hin, dass es auf allen Geräten ein Mittelding davon ist. Ich krieg das einfach nicht hin, egal was ich versuche.
Und das stört mich halt in letzter Zeit ein wenig. Da sitze ich ja jetzt schon seit... Oh, wie lange sitze ich da dran? Seit Januar? Ja, seit Januar sitze ich da in etwa dran. Und die Ananas sind wieder erntereif. Aber ich warte, bis die Ananas hier unten erntereif sind, damit ich hier neu anpflanzen kann. Weil das wird nämlich genügen. Beziehungsweise dann haben wir gleich noch eine höhere Level-Ananas. Und das heißt, wir werden noch mehr Geld verdienen. Und wir haben ja momentan Zeit, weil wir momentan nichts kaufen müssen. Erst später müssen wir wieder was kaufen. Zudem, zu der Socke, die ich letztes Mal versucht habe. Das weiß ich jetzt durch einen lieben Kommentar. Das kann man erst im Winter machen. Ja. Und es war kein Winter, das heißt, ich muss mir jetzt Wolle bis zum Winter aufheben oder ein Schaf im Winter scheren. Und dann habe ich da dann also das Dingens, die Wichtelsocke. Ist halt, ja, ist nicht wirklich notwendig, weil das, was einem Thomas schenkt, ist nicht das, ich meine, der Weihnachtsmann, was einem der Ach nee, da steht ja sogar, dass Thomas einem das schenkt. Okay, dann kann ich ja offenlegen, Thomas ist der Weihnachtsmann, jedenfalls hier im Spiel. Und, jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Ich stehe so häufig auf dem Schlauch. Einfach nur zur Kompletisierung des Gezeigten wollte ich das dann machen. Und dann sehe ich, die Folge ist auch rum. Ich verabschiede mich und sehe euch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao.